schalten. Jetzt steht die Anzeigebox da noch. Ja, jetzt nicht mehr. Kann man das eigentlich überspringen oder Tatsache? Hier spricht Big Sky. Strike Team hat das Einsatzgebiet erreicht. Erbitten Einsatzfreigabe. Angekommen, Big Sky. Strike One hat Erlaubnis zum Angriff. Den will ich hier mal direkt hierhin positionieren, damit er direkt freies Schussfeld hat. Und direkt im nächsten Angriff dann feuern kann. Wie sieht das Gebiet überhaupt aus? Das soll ich mir vielleicht mal vorher angucken, ne? Ich gehe mal davon aus, dass sie hier im Raum sein werden. In Raum. Haus. Gebäude. Das ist alles so eine Deckung. Mag ich nicht so. Aber andere Deckung gibt es hier leider nicht. So, die stelle ich direkt auf Feldposten. Das ist mir schon zu weit. Jetzt ist es mir nicht mehr zu weit. Hoppala. Was war das für ein Geräusch? So, mit dem Feldposten. Hier gehe ich dann in diese Ecke rein. Ist mir das schon zu nah, weil hier könnten halt auch Viecher getriggert werden. Die jetzt noch quasi gar nicht in meinem Sichtfeld sind. Ja, komm. So. Langsam voran. Bevor man es zu überstürzt. Der ist mittlerweile auch schon zu weit weg. Ich gehe mal dorthin mit dem. So. Ich gehe auch davon aus, dass hier welche sein werden. Ich versuche aber erst hier zu triggern. Das wollte ich überhaupt nicht. Na toll. Jetzt steht ja voll im Eingang drin. Feind gesichtet. Komplett offen, ohne Deckung. Das ist überhaupt nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. War ich mit dem noch gar nicht? Tatsache. Okay, da hinten passiert vermutlich gerade wieder irgendeine Magie-Scheiße. Autsch. Besser auf die als auf die hier, weil das hätte, glaube ich, böse enden können. So. Die angegriffen wurde. Na komm, hau mal rein. Nur drei? Schade. Der wird nicht im Feldposten sein, weil der nämlich gerade geschossen hat. Komm schon, 54%. Nice. Hab sie. Oh Gott.
diese kurzen Lags sind. Wie weit gehe ich vor? Bereit zum Angriff. Hier haben wir noch zwei. Was ist das? Deckungsfeuer. Gerade, wie stehen denn meine Leute hier? Sind hier irgendwelche Leute flankiert? Nee. Dann brauche ich das Deckungsfeuer auch nicht. Schade. Nicht tun. Gut. Oh, der hat mir meine Deckung weggeschossen. Das ist überhaupt nicht gut. Ja, das war klar. Ach, jetzt werden natürlich noch zwei getriggert. Ja, die bewegen sich zu weit, die werden jetzt nichts mehr machen können. So, du kannst dich mal dorthin verdrücken. Ich werde den mal angreifen. Ja, immerhin getroffen. Das läuft anders, wenn man das erste Mal bessere Waffen hat. Dann läuft es schon besser. Ich habe vielleicht eine Idee. Kann ich da... so durchschießen? Nee. Ich muss den da mal platt machen. Kill bestätigt. So. Rennst du dorthin? Ich würde da so gerne mit einem Raketenwerfer mal voll durchböllern. Ist hier irgendwo Deckung? Hier. Jetzt müsste ich rein theoretisch da mal komplett durchschießen können. Nice. Ich kann natürlich nicht schießen. Deckungsfeuer von... na komm, mach einfach den. Der kommt nicht vorwärts. Munition alle. Ach, guck mal, da ist noch einer. Das Deckungsfeuer dient dafür, dass sich derjenige, der auf den geschossen wird, sich in dieser Runde nicht bewegen kann. So, du hast keine Munition mehr. Das macht absolut gar nichts, weil du böllerst ja jetzt voll mit dem Raketenwerfer rein. Zack. Vielleicht sollten Sie Ihre Männer instruieren, dass sie sich mit dem Einsatz von Sprengkörpern zurückhalten. Der hat einfach vier Viecher weggemacht. Ah, schön. Fakte, die wir von den Leichen bergen wollen. Ah, das war doch schön. Nice. Der müsste nicht direkt hier befördert werden für 4 Kills. Der Raketenwerfer ist stark, aber den kann man halt auch nur einmal einsetzen. Der wird nicht befördert für die 4 Kills. So, was haben wir denn hier? Sanitäter und Rauch. Ja, nee, dann nehme ich den hier. Mein Sniper ist mal wieder verletzt. Alter, weiß ich nicht.
Ich nehme einfach mal das hier. Ich werde so gut wie nie mit Pistolen kämpfen. Wir bleiben in Kontakt, Commander. So, ist da jetzt viel passiert? Oh ja, Ägypten ist jetzt... Ägypten ist jetzt natürlich nicht so geil. Aber das kriegen wir hin. Wie viele Ingenieure sind heute Morgen eingetroffen, Commander? Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Gut, ich kann das hier bauen. Das ist schon mal sehr gut. Baubeginn. 14 Tage. Das ist schon heavy. Aber gut. Da lässt sich nichts dran ändern. Achso, ja, ich bin ja momentan schon in der Forschung, das heißt, da ändere ich nichts. So. Sie wollen damit sagen, dass wir das Leben unserer Truppen riskieren sollen, um eines dieser Dinger lebend zu fangen? Ja. Ich fürchte, ohne ein lebendes Exemplar sind ich und mein Team am Ende unserer Möglichkeiten angelangt. Und wie sollen wir das Ihrer Meinung nach machen, Doktor? Die soeben abgeschlossene Autopsie hat ergeben, dass die Physiologie der Aliens der unseren recht ähnlich ist. Ein hochkonzentrierter Stromstoß aus nächster Nähe müsste neuromuskuläre Lähmungen auslösen, da die... Aus nächster Nähe? Und wenn das nicht funktioniert, ist es das Risiko wirklich wert? Ja. Wir kennen unseren Feind nicht. Wie sollen wir etwas aufhalten, das wir nicht einmal verstehen? Wenn wir eine dieser Kreaturen lebendig erwischen, könnten wir mit ihr... in Kontakt treten. Und sie befragen. Herausfinden, was sie wollen. Von wo aus sie operieren. Ja, diese Aussichten rechtfertigen meiner Meinung nach alle Risiken. Ich kann eine sichere Einrichtung für die Unterbringung des Gefangenen bauen, aber ich habe keinen Schimmer, wie wir mit ihm kommunizieren sollen. Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Also gut, ich spreche mit dem Commander. Der Commander hat bereits zugehört. Neue Forschungsprojekte. So, das nächste Ziel ist jetzt, ein Alien zu fangen, beziehungsweise das Labor dafür zu bauen. Mal schauen, was haben wir denn so? Das kostet immer noch 18 Tage, ey, das ist echt. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, die zu dingsen. Das ist jetzt das Teil, womit ich dann Viech einfangen kann. Ich werde aber, denke ich mal, erst einmal das hier machen. So, hier können wir jetzt halt rein theoretisch das Ding halt bauen. Das werde ich aber erst einmal später machen, weil... Entschuldigung. Ich hier nämlich meine Kraftwerke hinbauen möchte, das heißt, ich werde das auf der nächsten oder erst auf der dritten Etage bauen. Was bedeutet, dass ich hier jetzt erst einmal in den Abgrund gehe. Und ich würde sagen, das soll es fürs Erste erst einmal gewesen sein. Wir haben jetzt hier einiges wieder geschafft, ich glaube 3-4 Missionen waren das jetzt. Und wir haben jetzt hier auch hier ganz viele Aufträge. Also nicht keine Aufträge, aber das dauert ein bisschen, bis wir das hier abgearbeitet haben. Und dann kommt immer wieder was Neues dazu. Also die Liste wird nicht leer, wenn man es mal so sagen möchte. Ich kann immer noch nicht glauben, dass Dr. Wallen von unseren Truppen erwartet, eins dieser Dinger hierher zu bringen. Und noch dazu lebend. Ja, ein paar Leichen haben wir ja schon. So, was ich jetzt hier noch sagen wollte, ist, beim nächsten Mal werden wir mal gucken, dass wir hier die Leute hier mal irgendwie beschützen. Weil ich so wenig wie möglich von den Leuten hier verlieren möchte. Und da werde ich sehen, werden wir später dann sehen, wie wir das hinkriegen. Jetzt, ich kann schon mal sagen, dass das sieht möglicherweise leichter aus, als es eigentlich ist. Und eigentlich ist es komplett random. Also komplett glücksabhängig, welche... Sagen Sie den Männern, Sie können nicht einfach Alien-Leichenteile als Souvenir mitnehmen. Das ist gegen die Vorschriften. Ja. Was wollte ich jetzt sagen?
Genau, es ist komplett random, welche hiervon als erstes ausschlagen. Und wenn du Pech hast, läuft es halt einfach so, dass einfach drei von den Dingern gleichzeitig halt schon im ersten Monat komplett ausrasten. In dem Fall ist es jetzt Ägypten. Aber noch hält sich das in Grenzen. Da kann man weitaus viel mehr Pech haben. Und ja, ich würde sagen, das soll es dann, wie gesagt, jetzt auch erstmal gewesen sein. Habe ich vorhin schon gesagt. Und ich hoffe, dass es euch bis hierhin gefallen hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal bei XCOM. Tschüss.